Ende des 19. Jahrhunderts ein Hörsaal an der Berliner Universität. Der bekannte Mathematiker Leopold Kronecker hält gerade eine Vorlesung, wobei er kommt nicht so richtig dazu. Er ist ziemlich aufgelöst und wütend. Gerade hat er einen Aufsatz von einem alten Schüler gelesen und Kronecker kann gar nicht aufhören, sich über diesen Aufsatz aufzuregen und über diesen alten Schüler. Alles Humbug, so ein Scharlatan, Verderber der Jugend. Das ist die Geschichte von Georg Cantor. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Charlotte Thielmann, euer Host für diesen Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Mathematik erzählen. In dieser Folge, kann ich schon mal versprechen, schauen wir uns eine der schönsten Theorien an, die die Mathematik überhaupt zu bieten hat, nämlich die Theorie der Unendlichkeit. Und wie immer schauen wir auf die Menschen hinter der Mathematik. Ich will nicht so viel verraten, aber es geht heute um die ganz großen Gefühle, um Ehrgeiz, um Enttäuschung, um Freundschaft und vor allem um Verrat. Auch diese Geschichte hat natürlich mein Kollege Demian Nauel-Goos gesammelt. Hallo Demian. Hey Charlotte. Demian, die Geschichte heute beginnt eigentlich hier um die Ecke. Wir sind hier im Podcaststudio in Leipzig und die Geschichte beginnt in Halle, wo nämlich Georg Cantor Professor war, Ende des 19. Jahrhunderts, 1869, glaube ich. Jetzt ohne dieser Uni in Halle zu nahe treten zu wollen, aber das ist ja jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt das große mathematische Zentrum damals. Nee, also das wären dann eher Göttingen oder Berlin. Und Berlin, das ist halt auch dort, wo Cantor ursprünglich studiert und promoviert hat. Und da sitzen die wichtigen Köpfe der Mathematik. Das sind Leute wie Karl Weierstrass, Ernst Kummer und vor allem eben Leopold Kronecker. Das waren alles ehemalige Lehrer von Cantor. Übrigens gar nicht so selbstverständlich, dass Cantor das überhaupt gemacht hat, also dass er Mathe überhaupt studiert hat, denn sein Vater wollte das eigentlich gar nicht, er wollte unbedingt, dass er was Ordentliches macht, aber Cantor wollte schon als kleines Kind immer nur Mathe machen und irgendwann mal hat der Vater halt dann auch eingesehen, ach, dann soll er halt das machen, was er machen möchte. Also Cantor studiert in Berlin und landet dann aber erstmal in Halle. Genau, er nimmt erstmal, was er kriegen kann sozusagen. Aber Cantor will eigentlich damals schon unbedingt zurück nach Berlin. Und er ist damals auch gerade mal 28 Jahre alt. Also er geht eigentlich fest davon aus, dass das irgendwann mal später klappen wird. Dass er irgendwann mal wieder zurück nach Berlin kann. Und das ist halt eben so wichtig, weil Berlin für Mathematik damals ein großes Zentrum war. Wir wissen heute, dass das nicht geklappt hat, dass Cantor sein ganzes Leben lang in Halle geblieben ist. Und das hat wohl auch damit zu tun, was er in der Mathematik erforscht hat, weil sein Thema damals, vorsichtig formuliert, in der Welt der Mathematik nicht gerade populär ist. Cantor beschäftigt sich nämlich mit der Unendlichkeit. Sein großes Thema ist die Unendlichkeit. Und da muss man sagen, das ist ein Thema, da haben die Mathematiker wirklich Jahrtausende lang die Finger davon gelassen. Damals war es auch wirklich so eine wichtige Frage zu entscheiden, ja, wer ist denn eigentlich dafür zuständig, sich mit Unendlichkeit zu befassen, ne? Inwiefern? Das geht tatsächlich auf Aristoteles zurück, also 4. Jahrhundert vor Christus. Und der hatte damals schon gesagt, ja, Unendlichkeit gibt es ja eigentlich nicht, also ist es eher was Philosophisches und dann sollten eigentlich Mathematiker nichts damit am Hut haben. Und das haben die Mathematiker dann sehr ernst genommen. Ja, Mathematiker haben das wirklich 2000 Jahre lang sehr ernst genommen und komplett die Finger davon gelassen. Und es gibt noch bei Gauss, das ist im 19. Jahrhundert einer der wichtigsten Mathematiker überhaupt, der dann noch gesagt hat, ich protestiere dagegen, dass wir eine unendliche Größe benutzen, weil das ja in der Mathematik niemals erlaubt sein kann. So, und jetzt kommt Cantor und sagt, mir egal, mache ich trotzdem. Genau, also Cantor sagt, ach was, ich mache, was ich will, ich mache das trotzdem. Und er hat wirklich da eine super wichtige und unglaubliche Entdeckung gemacht. Er entdeckt nämlich, dass es unterschiedlich große Unendlichkeiten gibt. Ach du Schreck, sagt er, es gibt ein großes Unendlich und dann gibt es ein größeres Unendlich. Was soll das denn?
Wie können wir uns das vorstellen? Cantor sitzt da als Professor in Halle, ist so ein bisschen abgeschnitten von der mathematischen Community. Er ist super jung, gerade mal 28, und merkt plötzlich, ja, dieses Unendlich ist größer als dieses Unendlich. Tatsächlich, so könnte man das schildern. Da muss man aber auch wirklich sagen, dieser Gedanke, der ist so radikal, dass kein Kollege davor überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich diese Frage erst zu stellen, geschweige denn sie zu antworten. Ne? Cantor versteht da direkt, was für Konsequenzen das hat, dass es wirklich eine wichtige und entscheidende Entdeckung ist. Das Problem ist da nur, niemand will so etwas veröffentlichen. Ja? Seine Ideen stoßen auf wenig Gegenliebe. Weil alle denken, das ist ja eh Quatsch. Ja, genau. Also alle halten das für vollkommenen Blödsinn, was Cantor da gemacht hat. Das heißt, Cantor muss sich jetzt irgendetwas einfallen lassen, damit er irgendeine Fachzeitschrift dazu verleiten kann, seine Arbeit zu veröffentlichen. Und hier beginnt eigentlich eine Story, in der sich drei Mathematiker gegenseitig mehr oder weniger in den Rücken fallen. Es gibt nämlich eigentlich nur einen Mathematiker, mit dem Cantor wirklich über seine Forschung reden kann. Das ist Richard Dedekind, ein Professor in Braunschweig. Cantor und Dedekind schreiben sich viele Briefe. Cantor teilt hier Dedekind seine mathematischen Ideen mit und dieser gibt halt Rat. Und Dedekind hält das für nicht so großen Blödsinn wie die anderen Mathematiker. Also er kann eigentlich auch nicht viel damit anfangen, aber hat dazu ein paar richtig gute Gedanken, die er halt in diesen Briefen schreibt. Und Cantor überlegt sich, ach du Schreck, so kriege ich ja meine Theorie veröffentlicht. Ich schreibe einfach ein Paper, nehme dafür die ganzen Ideen von der Theorie von Dedekind, die er mir in seinen Briefen geschickt hat. Und ganz hinten versteckt schreibe ich noch ein bisschen über meine eigene Theorie der Unendlichkeit. Also er nutzt quasi seinen Brieffreund Dedekind als trojanisches Pferd, um heimlich, unauffällig, versteckt seine Theorie in die Welt zu bringen. Tatsächlich, und es funktioniert wirklich. Also mit dieser ganzen Dedekind-Theorie kriegt er seinen Aufsatz tatsächlich veröffentlicht. Aber er erwähnt in diesem ganzen Aufsatz an keiner Stelle Dedekind als Mitautor. Und Dedekind, könnte ich mir vorstellen, ist not amused. Ja, also Cantor schreibt ihm einfach irgendwann mal, dass er seine Theorie der Unendlichkeit jetzt veröffentlicht. Dabei kamen mir, wie Sie später finden werden, Ihre mir so werten Bemerkungen und Ihre Ausdrucksweise sehr zustatten. Und Dedekind bricht hier erst einmal den Kontakt ab. Also es sieht alles so aus, er will mit Cantor jetzt nichts mehr zu tun haben. Also man könnte sagen, Cantor fällt Dedekind in den Rücken, der einzige Mathematiker, der ihm wirklich ein Ohr geliehen hat für seine Theorien der Unendlichkeit. Und du hast aber gesagt, es gibt noch einen Verrat. Ja, ganz genau, denn jetzt kommt der große Auftritt von Leopold Kronecker. Der Professor, bei dem Cantor studiert hat, sein Mentor. Genau der. Kronecker fängt jetzt einen richtigen Feldzug gegen Cantor an. Er sagt, das ist alles kompletter Humbug, was Cantor hier macht. Er nennt ihn einen Scharlatan, er nennt ihn einen Verderber der Jugend. Er sorgt dafür, dass in ganz Europa der Ruf von Cantor komplett ruiniert ist. Und das funktioniert? Also die mathematische Community in Europa folgt da Kronecker und sagt, Cantor hat keine Ahnung? Er hat ziemlichen Erfolg, muss man sagen. Sogar die Franzosen, die Cantors Arbeiten eben ins Französische übersetzen, selbst die regen sich die ganze Zeit auf und sagen, das ist kompletter Quatsch, was hier steht. Warum müssen wir das überhaupt übersetzen? So ein Unfug, oder? Also, sein ganzes Leben lang gibt es super viele Mathematiker, die Cantor im Prinzip überhaupt nicht ernst nehmen. Und wir haben ja auch schon gesagt, Cantor kriegt auch sein ganzes Leben lang nicht diese Stelle in Berlin, die er unbedingt haben will. Und da hat Kronecker auch dafür gesorgt, dass Cantor niemals an diese Stelle gelangt. Cantor ist irgendwann so verzweifelt, dass er direkt an den preußischen Kultusminister schreibt, um irgendwie darum zu bitten, lass mich doch nach Berlin kommen. Ne? Da weiß er aber eigentlich schon, Kronecker wird das überhaupt nicht zulassen und dann schreibt er in einem Brief an einen Kollegen, Kronecker intrigiert ja schon seit Jahren gegen mich und dieses Mal wird er sicher auch wieder wie von einem Skorpion gestochen auffahren. Und seine Hilfstruppen werden ein Geheul anstimmen, dass Berlin sich in die Sandwüsten Afrikas mit ihren Löwen, Tigern und Hyänen versetzt glauben wird. Und er hat recht, der Skorpion setzt sich durch.
Kantor kriegt nie diese Stelle in Berlin und man weiß ja auch, er hat sowieso dann eine relativ tragische Lebensgeschichte auch außerhalb seiner Karriere. Er hat nämlich immer stärker mit psychischen Problemen zu kämpfen, stirbt, soweit ich weiß, auch in einer Nervenheilanstalt. Ja, Kantor muss tatsächlich immer öfter in die Psychiatrie und er fängt auch mit Forschung an, die einem heute zumindest ziemlich wirr vorkommen. Also irgendwann mal kommt er zum Beispiel zur Erkenntnis, die Werke von William Shakespeare, die hat eigentlich nicht William Shakespeare geschrieben, sondern Francis Bacon. Manche sagen ja auch, er wird eben genau deshalb verrückt, weil er sich mit Unendlichkeit beschäftigt oder auch weil er so viel Ablehnung kriegt in seinem Leben von dieser Chroniker-Army. Man kann schon sagen, dass dieses Mobbing von seinen Kollegen, dass das tatsächlich alles schlimmer gemacht hat. Aber er ist halt einfach psychisch krank. Und es ist sicher übertrieben zu sagen, dass die Unendlichkeit ihn in den Wahnsinn getrieben hat. Aber dass er da immer wieder in die Psychiatrie muss, das ist wahrscheinlich zumindest nicht besonders hilfreich dafür, dass er Anerkennung findet für seine Theorie. Naja, es kommt eigentlich schon dazu, dass immer mehr Leute erkennen, das ist wirklich revolutionär, was Kantor hier geleistet hat. Und es gibt diesen berühmten Spruch von David Hilbert, also den Big Boss der Mathematik, der gesagt hat, aus dem Paradies, das Kantor für uns geschaffen hat, soll uns niemand mehr vertreiben können. Das ist natürlich eigentlich sehr cool, dass er diese Anerkennung bekommt. Und Hilbert hat total recht. Heute leben wir Mathematiker alle ganz glücklich in diesem Paradies. Ich finde halt nur, dass wir eigentlich sagen sollten, dass nicht nur Kantor, sondern halt Kantor und Dedekind dieses Paradies für uns geschaffen haben. Was Kantor da in seinem Aufsatz versteckt hat, das war damals die unglaubliche Idee, die die Vorstellungskraft der Mathematiker gesprengt hat. Und zwar hat er entdeckt, dass unendlich nicht immer gleich unendlich ist. Manon Bischoff ist hier schönerweise wieder bei mir im Studio, um uns die Mathematik zu erklären. Hallo Manon. Hallo Charlotte. Manon, das Problem mit Unendlichkeit ist ja, es sprengt auch heute noch sehr schnell unser Vorstellungsvermögen. Obwohl ja Unendlichkeiten eigentlich sehr schnell auftauchen. Also man muss ja nur anfangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5 und merkt, es gibt kein Ende. Also man kann unendlich lange weiterzählen. Ja, und das ist natürlich auch schon Leuten vor Kantor aufgefallen. Und seit der Antike gibt es halt diese Idee, es gibt Dinge, die gehen theoretisch immer weiter, aber praktisch erreicht man niemals diese Unendlichkeit. Also existiert diese Unendlichkeit auch eigentlich nicht wirklich. Es gibt in der Welt nichts, was wirklich unendlich groß ist und deswegen sollte man damit auch einfach nicht rechnen. Weil es ja auch kompliziert wird, wenn man anfängt damit zu rechnen. Also was soll das sein, unendlich mal unendlich oder unendlich plus eins? Ja, das führt immer ganz schnell zu Widersprüchen. Genau deswegen lassen die Mathematiker einfach die Finger von Unendlichkeiten. Wobei ich eigentlich schön finde, dass ich erinnere mich noch, als ich so ungefähr 8 Jahre alt war, glaube ich, da war das so ein beliebtes Kinderspiel, sich gegenseitig zu überbieten, wer die größte Zahl findet. Also immer einmal mehr als du. Unendlich viele, unendlich plus eins. Nee, unendlich mal unendlich, unendlich mal unendlich mal unendlich. Man dachte immer so ein bisschen, das ist halt so naive Überlegungen von Kindern, wie Größen funktionieren. Und dann sitzt man im Mathestudium und merkt, nee, es ist eigentlich genau so, wie das auch tatsächlich funktioniert. Ja, genau. Das findet halt Kantor raus. Es gibt mehrere Arten von Unendlichkeit und manche Unendlichkeiten sind wirklich größer als andere. Frage ist natürlich, was soll das heißen? Also was heißt das, diese Unendlichkeit ist größer als diese Unendlichkeit? Ja, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, hat sich Kantor überlegt, was heißt es, wenn zwei Mengen gleich groß sind? Hierzu kannst du dir vorstellen, ich hätte hier einen Sack voller Äpfel und du hast ein paar Pferde. Okay, also hier im Studio ein Sack voller Äpfel und eine Herde von Pferden. Könnten wir natürlich jetzt anfangen, einfach zu zählen, wie viele Äpfel, wie viele Pferde. Ja, aber Kantor macht es anders. Also Kantor sagt, jedes Pferd kriegt genau einen Apfel und dann schauen wir, ob es aufgeht. Und wenn es aufgeht, dann gibt es gleich viele Äpfel und Pferde. Ja, und Kantor macht es auch mit unendlichen Mengen, also mit Unendlichkeiten.
Also stell dir vor, du hast die ganz normalen natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite die geraden Zahlen. 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Und Cantor sagt, es gibt von beiden genau gleich viele. Man würde ja erstmal denken, es gibt nur halb so viele gerade Zahlen, weil die ungeraden fehlen ja alle. Die fehlen, aber tatsächlich sind beide Mengen trotzdem gleich groß. Das kannst du dir vorstellen mit dem Beispiel mit den Äpfeln und den Pferden. Also ich nehme meine Äpfel und schreibe auf die Äpfel eben die natürlichen Zahlen. Also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und du nimmst deine Pferde und beschriftest sie auch, aber halt eben nur mit den geraden Zahlen. Also 2, 4, 6, 8 und so weiter. Und dann kann ich jedem Pferd immer einen Apfel geben und dann kriegt Apfel 1, bekommt Pferd 2. Apfel 2 bekommt Pferd 4. Apfel 3 bekommt Pferd 6 und so weiter. Wir können immer so weitermachen. Am Ende bleibt kein Apfel übrig und kein Pferd ist hungrig. Also natürliche Zahlen, gerade Zahlen, beide unendlich, aber gleich groß. Ja, und jetzt wird's komplizierter. Jetzt schaut sich nämlich Cantor eine andere Menge an, und zwar die rationalen Zahlen, also Bruchzahlen. Und davon gibt's ja schon unendlich viele zwischen 0 und 1. Also 1/2, 1/3, 2/5, 536, 789stel und so weiter. Das erscheint im Prinzip so, als hätte man unendlich viele Äpfel, die man auch noch unendlich oft zerteilen kann. Jetzt könnte man wieder auf die Idee kommen, okay, die geraden Zahlen und die natürlichen Zahlen sind gleich groß, aber die Bruchzahlen, weil das diese in Scheiben geschnittenen Äpfel sind, sind mehr. Das ist größer. Das wird man jetzt annehmen. Aber trotzdem schafft es Cantor zu beweisen, dass die Unendlichkeit der Brüche genauso groß ist wie die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen. Dafür muss er zeigen, dass er die unendlich vielen Stücke von unendlich vielen Äpfeln an unendlich viele Pferde geben kann und dass es trotzdem genau aufgeht. Okay, wir müssen irgendwie jede Bruchzahl an ein Pferd verteilen. Am Ende darf keine Bruchzahl übrig bleiben. Heißt, wir brauchen eine Liste mit allen Bruchzahlen, damit wir die nacheinander verteilen können. Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil wenn wir einfach random anfangen zu zählen, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dann haben wir schon eine unendlich lange Liste, in der aber eben nicht alle Bruchzahlen drin sind, sondern nur die Bruchzahlen, bei denen im Zähler, also überm Bruchstrich, eine 1 steht. 1/2, 1/3, 1/4, da kommen wir ja nie zu 2/3 oder 5/7. Mit dieser Liste geht's also nicht auf. Was Cantor jetzt gemacht hat, ist, er hat sich einen Trick überlegt. Er hat sich nämlich gedacht, wir machen erstmal eine unendliche Tabelle. In die erste Zeile dieser Tabelle kommt genau das. 1, 1/2, 1/3, 1/4 und so weiter. Zweite Zeile dann mit der 2. 2, 2/2, 2/3, 2/4 und so weiter. Dritte Zeile, 3, 3/2, 3/3, 3/4 und immer so weiter. In dieser Tabelle, da stehen jetzt wirklich alle Bruchzahlen drin. In einer Tabelle mit unendlich vielen Zeilen und unendlich vielen Spalten. Wie kriegen wir diese Zahlen jetzt alle in eine Liste? Da sagt Cantor, wir gehen nicht einfach von links nach rechts oder von oben nach unten. Wir schlängeln uns da einmal diagonal durch die ganze Tabelle. Wir fangen ganz links oben an mit der 1 und dann gehen wir immer 1 nach rechts, dann nach links unten, bis wir nicht mehr weiterkommen, dann wieder nach rechts oben, bis wir nicht mehr weiterkommen, dann wieder nach links unten, bis wir nicht mehr weiterkommen und so weiter. Und diese diagonale Schlange durch die ganze Tabelle, das ist jetzt unsere Liste. In dieser Reihenfolge verteilen wir die Bruchzahlen an die Pferde.
Und weil in dieser Tabelle wirklich alle Bruchzahlen drinstehen, bleibt am Ende auch keine übrig. Das ist das sogenannte Diagonalargument. Und es geht auf. Das heißt, es gibt genauso viele Bruchzahlen wie normale Zahlen. Als die Mathematiker den Beweis gesehen haben, haben sie gedacht, okay, es gibt genauso viele Bruchzahlen wie ganze Zahlen. Beide Unendlichkeiten sind gleich groß. Also alles, was irgendwie unendlich ist, ist gleich groß, ist einfach unendlich. Also man dachte, egal welche Menge man sich anschaut, es gibt immer einen Weg, die Äpfel oder Äpfelstücke an Pferde zu verteilen und es geht alles genau auf. Ja, aber das ist falsch. Nämlich zur großen Überraschung aller bewies Cantor, nicht jede Menge lässt sich so auflisten wie die Bruchzahlen oder die natürlichen Zahlen. Also ich kann nicht jede Menge eben so fair an Pferde verfüttern. Es wird teilweise auch einfach was übrig bleiben. Und das erkennt er, als er sich den reellen Zahlen widmet. Also reelle Zahlen, alle normalen Zahlen, alle Bruchzahlen und dazu noch alle möglichen anderen Zahlen wie Pi, Wurzel 2, 1,569784, unendlich random weiter Zahlen. All das gehört zu den reellen Zahlen. Ja, und Cantor kann beweisen, dass es unmöglich ist, diese Zahlen überhaupt auf Äpfel zu schreiben. Also selbst wenn man die Äpfel unendlich oft in Stücke schneidet, kann man es nicht schaffen, jede Zahl ausnahmslos da drauf zu schreiben. Es bleibt immer eine Zahl übrig. Es geht nicht auf. Und das heißt wiederum, die reellen Zahlen, also all diese Zahlen mit Pi und Wurzel 2 und den ganzen anderen seltsamen Zahlen, sind unendlich groß. Und dieses unendlich groß ist größer als die natürlichen Zahlen und größer als die Bruchzahlen. Ja. Die natürlichen Zahlen sind unendlich, die rationalen Zahlen sind unendlich und auch die reellen Zahlen sind unendlich. Aber die reellen Zahlen sind trotzdem größer. Wenn man einmal damit anfängt, sich Mengen auf diese Art und Weise anzuschauen, wie Cantor das getan hat, dann kommt man tatsächlich schnell auf unglaublich viele, unglaublich verrückte Ergebnisse. Cantor hat zum Beispiel auch gesehen, ein Zentimeter ist eigentlich genauso groß wie ein Quadratzentimeter, wenn man sich nur die Punkte anschaut, die auf dieser Strecke liegen, beziehungsweise in diesem Quadrat. Was damals schon genauso wenig Sinn gemacht hat wie heute. Aber es stimmt. Cantor, als er das entdeckt, schreibt an Dedekind total von den Socken und sagt, ich sehe es, aber ich glaube es nicht. Also er war selbst total überrascht, als er das entdeckt hat. Heute ist die Überraschung ja nicht mehr ganz so groß in der Mathematik, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut. Man weiß schon, dass man damit sehr, sehr verrückte Dinge machen kann mit dieser sogenannten Mengenlehre und dass das quasi die Grundlage für alles ist. Ne? Also man kann damit auch so Dinge machen wie, was ist überhaupt eine Zahl? Die Zahl 1 ist einfach nur die Menge, in der nichts drin ist. Also es gibt eine ganze Philosophie der Mathematik, die quasi auf dieser Mengenlehre aufgebaut ist. Manon, wo zeigt sich das in der Mathematik? Im Prinzip basiert mittlerweile die ganze Mathematik auf der Mengenlehre. Also man kann sich das vorstellen wie das Fundament eines Hauses, auf der alles andere aufbaut. Cantor hat zusätzlich ja auch noch die, wie wir ja schon erwähnt haben, die Grundlage geschaffen, um auch mit Unendlichkeiten arbeiten zu können. Und das ist eben nicht nur wichtig für die Mathematik, sondern auch in der Physik zum Beispiel. Das finde ich ja ganz spannend, weil ich dachte damals in meinen Logikseminaren immer so ein bisschen, naja, das ist halt so eine Spielerei, so eine philosophische Spielerei für Mathematiker, die nichts Besseres zu tun haben. Aber du sagst, ernsthafte Naturwissenschaftler, die können auch was damit anfangen. Ja, also für Physiker sind Unendlichkeiten leider, muss man sagen, teilweise an der Tagesordnung, vor allem wenn es halt um Quanten geht. Also wenn man sich überlegt, wenn ein Teilchen vom Punkt A nach Punkt B geht, dann kann ein Quantenteilchen nach der Quantentheorie jeden beliebigen Weg von A nach B beschreiten. Und wenn man damit rechnen möchte, tauchen auf jeden Fall Unendlichkeiten auf. Und weil ein Ergebnis am Ende in der Physik am besten nicht unendlich ergeben sollte, weil wir das ja in unserem Alltag nicht wahrnehmen, muss man die irgendwie loswerden. Und um unendliche Größen loszuwerden, braucht man halt eben auch die Werkzeuge, die uns Cantor geliefert hat. Also es gibt tatsächlich heute Anwendungsgebiete
für diese damals relativ verrückte Theorie. Es gibt aber tatsächlich auch immer noch Fragen, die offen sind. Zum Beispiel, wie viel größer ist die Menge der reellen Zahlen genau? Also wenn man sich anschaut, die Menge der natürlichen Zahlen ist unendlich, die Menge der reellen Zahlen ist auch unendlich, aber größer. Und die Frage ist noch offen, gibt es eine Unendlichkeit, die dazwischen ist? Ja, und man kann sagen, die Frage ist nur so halb offen, weil wir wissen mittlerweile, dass sich diese Frage nicht beantworten lässt mit den Werkzeugen der Mathematik, die wir heute haben. Also die Frage ist dazu verdammt, für immer unbeantwortet zu bleiben. Machen wir auch nochmal eine Folge zu und dann wird nämlich noch ein anderer Mathematiker von Bedeutung sein, von dem ich weiß, dass du, Manon, ihn als deinen Handy-Hintergrund hast. Aber wir bleiben nochmal kurz bei Cantor, von dem ich im Studium wusste, er hat die Mengenlehre gegründet. Ich wusste, er hat diese Geschichte mit den Unendlichkeiten gemacht. Ich kannte diese falsche Geschichte, dass er über die Unendlichkeiten verrückt geworden ist. Aber dass Dedekind damit drin hängt, das habe ich tatsächlich erst jetzt in der Vorbereitung für diese Episode erfahren. Wie ging es euch damit? Mir ging es ganz genauso. Also ich hatte auch von verschiedenen Unendlichkeiten gehört. Ich wusste, er hat die Mengenlehre begründet. Dedekind, der Name hat mir schon was gesagt, aber dass er mit Mengenlehre so viel zu tun hatte, war mir vollkommen unklar. Also ursprünglich hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Ich wusste nichts davon, dass Dedekind mit dieser ganzen Sache überhaupt was zu tun hatte. Ich habe halt darüber geforscht und recherchiert und irgendwann mal bin ich auf ein Buch gestoßen, wo dann stand, dass halt Dedekind Teil des Papers geschrieben hatte. Und das war so ein Riesenschock für mich. Man muss sagen, das ist eigentlich schon seit 1937 bekannt. Da wurden die Briefe zwischen Cantor und Dedekind veröffentlicht, aus denen halt herausgeht, dass Dedekind das alles gemacht hatte. Und damals sprach man eigentlich auch schon von der Mengenlehre von Cantor und Dedekind. Das hat sich mit der Zeit ein bisschen verloren. Und heute sprechen wir eigentlich immer von Cantors Mengenlehre, ne? Und das finde ich ein bisschen schwach. Man schreibt halt gerne diese Heldengeschichten in der Mathematik, ist mein Eindruck. Ja genau, man will eigentlich lieber erzählen, dass Cantor dieser strahlende Held ist, der alles alleine entdeckt hat. Also es ist wirklich cool, was Cantor entdeckt hat. Keine Frage, aber eigentlich müssen wir sagen, die Hälfte des Ruhms gehört eigentlich auch Dedekind. Es ist mittlerweile genau 150 Jahre her, dass Georg Cantor seinem Brieffreund Richard Dedekind in den Rücken gefallen ist. Nur um dann in eine Intrige von Leopold Kronecker zu geraten, der wiederum konnte Richard Dedekind auch nicht besonders gut leiden. Eine Dreiecksgeschichte also, die zeigt, es ist nicht nur alles Happy Family in der mathematischen Community. Nach so viel Soap und Rosenkrieg springen wir in der nächsten Folge zu einem Mathematiker, der zumindest heute, würde ich sagen, universell gemocht wird. Ein Italiener, der ins Exil nach Argentinien geht und dort die Herzen der Studierenden von Rosario gewinnt. Unsere nächste Geschichte aus der Mathematik. Geschichten aus der Mathematik ist eine Koproduktion vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Story kommt von Demia Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. Redaktion Caroline Breitschädel. Musik Tim Schmutzler. Produziert wurde die Folge von Stanley Baldauf und am Mikrofon verabschiedet sich wie immer Charlotte Thielmann. Alle Folgen auf spektrum.de und detektor.fm.